Warte mal. Das muss man doch irgendwie... Huch! Das muss man doch irgendwie sehen können. Wie gut die Basis... wie gut das Gebäude als Heimatbasis geeignet wäre, oder? Sehe ich das falsch? Und kann es sein, dass sich die Ressourcen im Gerichtsgebäude einfach wieder aufgefüllt haben, irgendwie? Auf mystische Art und Weise? Wir haben doch vorhin schon mal alles durchsucht. Hier ist auf jeden Fall noch was. Hallo? Ah, jetzt geht's. So, dann noch im unteren Stock. So, komm schon. Ach, deswegen, weil wir nicht alles ausgeräumt haben wahrscheinlich. Ah, schon wieder. Jemand braucht eine Ansprache. Was ist da denn los? Ja gut, umso mehr Leute man in der Gruppe hat, desto größer werden natürlich auch die Anspannung. Zack. Einfach mal die Zelle aufgebrochen. Mit purer Muskelkraft. So, und einmal nach unten. Boah, und hier die Heimatbasis wäre halt mega episch. Besser auf jeden Fall als dieses Restaurant oder was es ist, wo wir die ganze Zeit drin sind. So. Zack. We've got this place locked down. Fremder in Schwierigkeiten. Ja, ja, ja. Eins am anderen. So, jetzt gucken wir mal. Ich will jetzt wissen, ob das geht. Ich will einfach mal nur ausprobieren, ob es geht. Wenn es halt scheiße ist, dann haben wir halt Pech gehabt, aber... This looks like the sort of place that would make a good home. Does it have a good wall around it? Like a defensible perimeter? Well, no. Not exactly. What? Alter, guck dir das doch mal an! Da sind Wachtürme schon dran, oh Mann! Ah! Spiel! Du! Ah! So, wo braucht denn jetzt jemand meine Hilfe? Jemand braucht eine Ansprache, natürlich. Wo ist ein Fremder in Schwierigkeiten? Da oben. Nee, garantiert nicht. Ist viel zu weit weg. Zumindest fürs Erste. Ich fahre jetzt mal wieder heim. Es kann aber doch nicht sein, dass es hier... dass das Gerichtsgebäude nicht zählt als gute Heimatbasis. Aber dann gibt es ja gar nichts. Wenn das Gerichtsgebäude nicht dazu zählt, dann zählt ja gar nichts dazu. Ja, wo gibt es denn bitte Gebäude mit riesigen Mauern und allem drum und dran? Ja, ganz ehrlich, das hier ist ja wohl auch ziemlich lächerlich. Also, finde ich. So, warte mal. Wir legen erstmal ein bisschen Zeug ab. Molly weg. Uhr weg. So, der braucht anscheinend eine Ansprache. Bada bing! You look like you need to blow off a little steam. Come on. Happy to help. Auf geht's. Kampftraining, Volume 2. Huch. Einfach mal durch den Zaun geklitscht. So, und wo müssen wir hin? Da hoch, okay. Da waren wir sogar schon mal. Wir haben alles durchsucht. Seems that way. Anything you want to get off your chest? Maybe everyone else has just been a little too sensitive lately. Okay. Now we're gonna kill some zombies, the old man. Ach du Scheiße. Okay, das mache ich jetzt echt mit dem Auto. Ich hoffe, das zählt auch. Das wäre wünschenswert. Shit. Alter, wie viele das sind. Da kommen noch mehr, kommen immer mehr. Krass. Na komm. Stirb. Ah, fast. Zack. Und kaputt. Da ist doch noch einer, oder? Hä? Ah. So, und jetzt machen wir den Rest einfach zu Fuß. Auf geht's. Break it, fucking skull.
So, da scheint nur einer drin zu sein. Not too bad. Well, go ahead, lead the way. All lined up and ready. Ach, das war's schon. Okay, gehen wir. Gehen wir nach Hause. So. Listen, whatever your problem is, you need to knock that shit off. You're starting to freak out the others. Well, excuse me for being a little stressed out over the end of the fucking world. We're all stressed, but we can't afford to be at each other's throats, okay? So start playing nice or you're out on your ass. Okay, now we're done. I'm headed home. Look, I'll think about what you said, okay? Thanks. So, Krise abgewendet. Juhu. Wir gehen mal noch weiter. Warte mal. Ich muss echt mal... Ich habe keine Ahnung, wie so eine Heimatbasis aussehen soll. Was ist denn das? Da fahre ich mal kurz hin. Das sieht ja gigantisch aus, das Gebäude. Wahrscheinlich ist es aber wieder irgendein Schwachsinn. Weil hier gibt es doch ganz ehrlich, hier gibt es doch kein Gebäude, wo große Mauern oder irgendwas hat, oder? Vielleicht doch. Was ist da? Okay, nee, vielleicht doch nicht, aber... Quarantäne ist hier. What the fuck? Okay. Ich mache meinen Infektionsherd noch fertig. Wenn der weg ist, dann gucken wir mal weiter. Oh, nee. Und Dicker, den lasse ich definitiv stehen. I just spotted an infestation. Oh. So, kurz raus hier. Über die Mauer. Und da sind jetzt irgendwo unsere Verbündeten drin anscheinend. Wie kommen wir denn? Ach, hier kommen wir rein, okay. Ja, warte mal einen kurzen Moment. Ah, there you are. Confirmed. Benzin ist hier noch drin. Das lassen wir jetzt einfach mal. So. Hey! Ready to move. Auf geht's. Begib dich zum Infektionsherd. Jawoll! Aber natürlich. Aber erstmal zum Auto. Ich fahre erstmal im Auto dran vorbei und guck's mir an. Zur Hölle. Nee, komm. Huch! Was ist mit dem einen Zombie eben passiert? Der ist von selbst umgefallen. Auch nicht schlecht. So. Okay, let's get started. So, und da ist der Infektionsherd drin, wie auch immer. Na, kommt raus, Freunde. Ich hupe ein bisschen für euch. So. Die kommen aber auch gar nicht. Was ist denn da los? Na komm schon, komm. Scheiß Zombie. Okay, machen wir den Rest zu Fuß, was soll's. Na komm. Irgendwie will ich nie schießen. Weil ich mir immer denke, da kommen dann noch andere Zombies. Was soll's. Oh. Ja, nachladen sollte man vielleicht auch erstmal. So, aber wir kommen ziemlich gut mit denen klar. Also sollten wir eigentlich nicht schießen. Ist eigentlich nur Munitionsverschwendung. So, der ist auch kaputt. Unsere Waffe ist auch bald kaputt. Aber so lange benutzen wir sie auf jeden Fall noch. Kommt gleich der nächste. So, und das sollte jetzt eigentlich der letzte sein hier. Jawoll! Ha! Oh yeah! So, und jetzt nehmen wir hier mal noch ein bisschen Zeug mit. Maximales Vertrauen! Jawoll! Neue Nachbarn. Ich hoffe, wir können jetzt auch wieder mitnehmen. Wir haben ja jetzt ganz viele Betten. Geht es jetzt? Ah, noch nicht anscheinend.
Da ist noch eine Baustelle, aber da waren wir schon. So wie es aussieht. So, Zombies sind kaputt. So, haben wir eigentlich jetzt noch irgendwelches Zeug dabei, das wir abliefern müssen oder können? Neue Waffen. Wir müssen neue Waffen besorgen. Oder müssen uns eine neue Waffe besorgen, besser gesagt. Deswegen lege ich die jetzt mal wieder zurück. Jawohl. Aber natürlich. Natürlich nehmen wir euch auf, Freunde. So, warte mal. Schlagstock muss eigentlich nicht sein. Knüppel sieht ganz geil aus, aber wahrscheinlich eher langsam. Ich nehme mal die die Axt und die Rohrzange mit. Ja, aber wir nehmen mal die Rohrzange als Standardwaffe. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Was ist denn da los jetzt? So. So, das Auto qualmt ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen auch ein anderes. Nehmen wir wieder das andere da vorne. Es qualmt zwar auch, aber wir brauchen halt auch genügend Platz für die ganzen Überlebenden. So, da haben wir es doch. Freundlich gesinnte Überlebende. Und genug Betten sollten wir ja auch noch haben, ne? Ich hoffe es. Deswegen, ich nehme die jetzt einfach mal auf. Ich gucke jetzt nicht nach. Ich nehme die jetzt... Oh, das ist ein Dicker. Hi, na du! Der Dicke kann übrigens auch Autos umwerfen, nur so als Hinweis. So stark ist der tatsächlich. Und da kommt er angerannt, der Fettsack. So, komm her, Zombie. Boah, ich glaube, wir brauchen gleich Hilfe von den anderen Überlebenden, wenn es so weitergeht. Unser Auto macht wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Scheiße, jetzt steht er da genau vorne dran rum. Was zur Hölle ist das da oben für ein Auto? Das ist eine Schweinenase. Was ist jetzt hier los? Wieso kommen jetzt hier wieder 5000 Zombies raus? Shit. Ich muss den Dicken loswerden, das geht nicht anders. Fettsack. Elender. Und jetzt ist wieder hinter uns ein Haufen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich könnte es mal ein bisschen zurückfahren, den vielleicht aus der Entfernung einfach wegsnipern. Mehr oder weniger. Aber hier sind natürlich auch wieder Zombies. Geht natürlich nicht. Ist ja klar, warum auch. Da sind noch Verbündete, okay. Ich weiß, da kommen Zombies hinter mir. Ja, komm, leck mich doch am Arsch, das kann doch nicht sein. Die spawnen hier halt einfach, das ist so scheiße. Die spawnen halt einfach, weil man schießt. Die werden nicht angelockt, sondern die spawnen tatsächlich. Das ist, nö. Das ist voll unnötig, finde ich. Ach, komm. Ja, wie werde ich den Fetten denn jetzt los? Das gibt's doch nicht. Ich fahr jetzt einfach dran vorbei. Und natürlich kommt er gelaufen. Ich gehe jetzt einfach ins Haus. So. We're lucky we aren't dead already. And we op- What do you say? I'm gonna take a quick look around. Come with me. Yes. Wo ist denn der Große jetzt? Okay, loading up. So, dann gleich wieder ein Zombie-Ansturm, ich weiß. Oh, 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 oh. Hä? Ach, da ist er. Bag's almost full. Watch the right. Headshot. Natürlich lebt er noch. Aber getroffen haben wir ihn. So. Und weiter, 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 weiter und... Why can't everything be this easy? Fertig. Und da kommen noch Zombies, müssen wir noch loswerden.
Boah, die Rohrzange haut ganz schön rein hier, ne? So, noch einer. So, und jetzt weg hier. Schnellstens. Sollen wir es riskieren und den Großen angreifen mit den dreien? Das könnte funktionieren. Wir können den loswerden, aber... ehrlich zu sein, ist es mir ein bisschen zu riskant. Wir fahren lieber nach Hause. So, auf geht's. Rein mit euch. Gerne auch auf die Ladefläche, stört mich nicht. So, da ist er weg, der Zombie. Und überfahren. Und jetzt ab nach Hause. Jetzt haben wir... Wie viele haben wir denn jetzt? 13 Überlebende, ne? Krass. So, Tür auf. Geil. Geil, geil, geil.